Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der nostalgischen Unterhaltung. Wer von euch hat jetzt ein Schmunzeln im Gesicht? Ha? Jetzt mal im Ernst. Wer hat dieses Spiel schon gespielt und es dadurch auch kennen und lieben gelernt? Also ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich es kenne, und als es wieder in Erinnerung gerufen wurde, hatte ich genau diese Reaktion, sprich dieses Schmunzeln. Wir spielen Lemmings. Lemmings, ein sehr, sehr altes Spiel. Wenn man an Computergeschichte oder Spielegeschichte denkt, ist das auf jeden Fall sehr alt. Das gute Spiel hat schon 21 Jahre auf dem Buckel, denn es kam 1991 raus. Wurde entwickelt von DMA Designs. DMA Designs, kennt heute keine Sau mehr. Aber ihr kennt sicherlich Rockstar. Ganz genau. Das sind Rockstars Anfänge. Und ich würde sagen, wir stürzen uns ins Spiel. Ich werde hier und da mal kurz pausieren, um vielleicht ein bisschen was zu erklären, was zu erzählen. Denn ich würde ganz gern das Gameplay kurz erklären. Für die, die es nicht kennen. Für die, die es nicht kennen, ein abermaliges Schämt euch. Das ist ein Kultgame, das sollte man auf jeden Fall mal gespielt haben. Es ist kostenlos herunterladbar. Wenn ihr es nicht verpeilt, dann ist es in der Videobeschreibung. Der Link dazu. Sollte einer von euch, weil es aufgrund von Zeit und so weiter, ich weiß ja nicht, wann das Video geschaut wird, kommt einfach auf mich zu, schreibt mir eine PN. Da kann man sicherlich was machen. Keine Sorge, es ist kein RIP oder sonst irgendwas, ein Crack oder keine Ahnung. Das kann man legal herunterladen. Denn dies ist die Version für den PC. Für den Amiga habe ich leider nur das sogenannte Lemini gefunden. Lemini ist eine Java und somit Cross-Plattform-Port, würde ich sagen. Das Problem ist, dabei braucht man aber Windows Lemmings vor Windows 95. Und das habe ich leider nicht. Ich bin jetzt schon am Suchen gewesen auf eBay und Co. Leider bisher nichts gefunden. Auch dies ist ein Remake, aber tatsächlich original mit originaler Musik, mit originalen Levels. Die ersten 100 Level. Oh no, more Lemmings. Und den Holiday Pack werden wir hoffentlich auch noch spielen. Sollte mir die Lust nicht dran vergehen. Ja, aber das bezweifle ich. Also die Lust kann mir, glaube ich, daran nicht vergehen. Es wird Levels geben, wo ich mir die Zähne ausbeiße, aber das ist so ein Game, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir fangen an. Ja, man glaubt es kaum, das ist die Grafik von 1991. Und das ist eigentlich schon viel wert gewesen. Die Entwickler, beziehungsweise, wir sehen auch hier schon, worum es geht. Kann ich das noch ein bisschen leiser machen? Nein, da muss ich also so schreien. Die Entwickler haben sich gedacht, oder beziehungsweise, das ist so ein Projekt, was wieder zum Kult wurde, obwohl es eigentlich nur ein Hobby war. Man hat das Spiel Walker entwickelt und da waren es 16x16 Pixel. Und einer der Entwickler hat sich gedacht, ach komm, warum nicht 8x8? Und hat dann lustige Todesanimationen dazu gezeichnet, und ein anderer Entwickler hat dann weitere Todesanimationen gezeichnet. Im Detail könnt ihr gerne auf Wikipedia nachlesen, unten in der Beschreibung ist ein Link. Und ja, das war die Entstehungsgeschichte. Und dann haben sie sich irgendwann gedacht, okay, machen wir doch ein Spiel draus. Und das ist Lemmings. Lemmings ist ein Puzzlespiel. Wir haben hier unten mehrere Fähigkeiten. Wir haben gerade Graben benutzt. Und das war auch schon das Level. Denn das Ziel ist es, unsere kleinen grünhaarigen Menschen von A nach B, sprich von Start zu Ziel zu bringen. Und das sind jetzt die Tutorial-Level. Da wird noch, am Anfang hat man nur eine Fähigkeit, später wird es weitaus kniffliger. Und ja, hier haben wir jetzt nur den Fallschirm, denn wenn wir den Fallschirm nicht benutzen,
Das sehen wir jetzt bei diesem Menschen. Macht's platsch. Und das wäre ungut, denn wir müssen eine bestimmte Prozentzahl ins Ziel bringen. Ansonsten schaffen wir das Level nicht und müssen neu beginnen. Manchmal schafft man sich auch unendliche bzw. Unmögliche Situationen. Dann ist man selbst schuld, muss halt neu starten. Aber ich glaube, das lernen wir all das noch im Laufe des Spiels kennen. Wie gesagt, wir haben jetzt den Gräber und den Fallschirm kennengelernt. Ich kenne natürlich die ersten 5 Level sind mir jetzt ziemlich bekannt, weil man musste ja testen, ob es läuft. Beziehungsweise ich habe jetzt, das ist der sogenannte Blocker. Den kann man aufstellen und da bleibt dann stehen und blockt die anderen. Denn die Lemmings laufen immer bis zu einem Punkt und wenn sie da anstoßen, laufen sie in die entgegengesetzte Richtung wieder. Und ja, das ist auch das Einzige, was man wissen muss. Und den Rest fummelt man sich eigentlich rein, auch wenn man es nicht erklärt bekommt. Es ist doch sehr, wie soll man sagen, sehr eingängig. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man da sonderlich Probleme bekäme, es zu verstehen. Und jetzt habe ich natürlich den ersten Satz vergessen, den ich jetzt unterbrochen habe. Es sind immer bis zu, ich sage bis zu, weil es unterscheidet sich doch stark, bis zu 100 Lemmings, die man zum Ziel bringen muss. Und wie gesagt, davon eine gewisse Anzahl, eine gewisse Prozentzahl. Es gibt, oh, lasst mich nicht lügen, es gibt 4 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das ist jetzt Fun. Ich dachte, wir beginnen mal locker lässig. Da habe ich auch meine Erfolgserlebnisse und muss nicht ständig Fluchen anfangen, dafür ist das Spiel viel zu schön. Und ich denke, wir arbeiten uns langsam hoch, denn ich habe auch vor, Lemmings 2 zu spielen und Lemmings 2 richtet sich an Profis. Das habe ich natürlich auch getestet, um zu gucken, wie es mit der Aufnahme läuft, tontechnisch und so weiter. Das erste Level, ich bin gestorben. Das war tatsächlich das Level, wo ich das erste Mal aufgeben musste. Ich mir gedacht habe, what the hell, und das im ersten Level. Jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt stehen hier 5 Lemmings rum und wir können das Spiel erst beenden. Man sieht, die Uhr tickert runter. Die stehen jetzt hier rum und wir können das Level nur beenden, wenn der Bildschirm frei von Lemmings ist. Deswegen gibt es hier unten diesen lustigen Knopf, den man auch doppelt klicken muss, was ich sehr praktisch finde. Und dann macht's blopp, blopp, blopp. Und wir haben uns 5 Lemmings entledigt. Das passiert hin und wieder. Also Lemming-Schwund hat man doch sehr stark. Aber ihr werdet es sicherlich noch sehen. Hier 10 Lemmings. Und 100% müssen wir schaffen. Schaffen wir das? Das schaffen wir. Wie wir sehen, wir haben jetzt hier hinten 10 Krabbler. Also das sind so Leute, die klettern auch 90 Grad nach oben und einen mit der Spitzhacke, der gräbt sich schräg nach unten. Ich bin mir fast sicher, dass ich nicht Fun spiele. Werde ich nachher nochmal prüfen, die Berichtigung in der Beschreibung. So, dann graben wir doch uns einfach. Oh, das war nicht so intelligent. Ich hoffe, da bleibt Kletterer. So. Dann graben wir uns mal nach unten. Hier oben ist das Ziel. Eigentlich recht simpel. Wir müssen uns nach unten graben und mit den restlichen nach oben klettern. So, dann wählen wir mal den Kletterer aus. Das Spiel wird mit der Maus bedient. Wie man sieht, ich habe hier eigentlich nicht mehr als mein Mauszeiger. Man kann es auch mit dem Joystick spielen, soweit ich weiß, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wie gesagt, das ist ein Remake. Man kann es auch online spielen, es gibt auch ein 32K Remake, doch es war mir doch sehr wichtig. Hier sind es 50 Lemmings und wir müssen nur 10% sichern. Ist klar, das sind 5 Lemmings, müssen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Oh,
Oh, okay. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Dieser Lemming, der gräbt sich nach vorn. Also sprich nach vorn, schräg nach unten und senkrecht. Also diagonal, mein Gott. So, dann nehmen wir doch einfach mal ein. Das soll sich hier mal durch die Wand graben. Und der gräbt sich dann, würde ich sagen, direkt einfach mal weiter. Doch das war's auch schon. Wir haben nur Gräber. Okay. Fallen die hier schräg nach unten oder laufen die ganze Zeit dann? Gut. Hinten ist kontrolliert, das ist ganz wichtig. Ah, okay. Das ist ganz wichtig, dass man. Okay. Ja, das ist wichtig, dass man hinten kontrolliert, denn sollte doch mal einer durchschlüpfen oder so und er fällt hinten runter, ist das nicht so gut. Aber wie gesagt, das sind die Tutorial-Level, das ist noch schaffbar. Online, ich lehne mich bitte nicht zu weit aus dem Fenster, kann man nur die ersten 10 Level spielen. Aber dann glaube ich vom Amiga, denn das Spiel ist tatsächlich zum eigentlich für den Amiga, für den Commodore Amiga erschienen. Und PC, wenn man Wikipedia Glauben schenken darf. Ich kenne es nur auf dem PC. Ist bei mir auch etwas später, also. Das ist noch. Oh, da war ich noch sehr jung, da habe ich noch nichts mit PCs zu tun gehabt. Aber ja, damit bin ich aufgewachsen. Da kommen richtige schöne Erinnerungen auf. Das war ein schönes Spiel. Man hat viel Zeit investiert. Als Kind ist man dann auch noch nicht ganz so logisch gestrickt. 20%, okay. 10 Lemmings. Ah, das ist das. Okay. So, du bleibst mal hier stehen. So, mein Freund, du bist leider der Nächste. Und das ist eine Bombe, hat man ja gerade gesehen. Man hat 5 Sekunden Zeit. Er bleibt dann nochmal kurz stehen, also ich würde sogar sagen 6 Sekunden. Und das muss man ziemlich gut abpassen. Aber ich hätte eigentlich gedacht, wir kommen jetzt schon durch. Okay, dann halt nochmal. Man kann, glaube ich, auch andere Lemmings sprengen. Haben wir das Glück? Ah, okay. Anscheinend doch nicht. Und das war auch schon das Level. Und ich liebe die Musik. Die Musik ist einfach göttlich in dem Spiel. Auch schon mehrfach auf YouTube zum Beispiel gesehen, dass irgendwelche Anfragen waren von wegen, wer hat dieses und dieses Lied irgendwo schon mal gesehen. Schaut einfach mal auf der Wikipedia, auch mal die englische. Da gibt es Links zu dem jeweiligen Musikkünstler, der die Großteil der Songs gemacht hat. Denn ich muss sagen, Großteil, weil es ist auch viel Musik, die von Sega kommt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Also ich glaube schon, da war Sega mit involviert. Also es sind recht viele involviert gewesen. Es gab auch unheimlich viele Ports auf andere Systeme und